Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video wollen wir rausfinden oder will ich rausfinden, wie viel Geld man innerhalb einer Stunde nur mit Quarzfarmen verdienen kann. Als erstes bin ich mit meinem Twitch-Chat in die Farmwelt gegangen, Link auch unten in der Beschreibung zu meinem Twitch-Kanal. Hab mir einen Timer gestellt und dann haben wir eben eine Stunde lang im Nether mit einer ganz normalen Spitzhacke, also mit Effizienz 5, Behutsamkeit 1 und Haltbarkeit 3 eben das Quarzerz gefarmt. Bedeutet, ich habe auch keine Orb-Spitzhacke, deswegen mache ich das auch immer nur mit einer normalen. Bedeutet, ihr braucht auch kein groß teures Werkzeug dafür. Und dann bin ich eben eine Stunde im Nether rumgerannt. Nach dem Spaß im Nether habe ich mir das Ganze hier natürlich auf einem normalen City-Build-Server hier auf einem Plot gestellt. Das ist jetzt nicht so viel, also das hier ist schon anderes Quarzerz, das gehört gar nicht zum Video. Das Ganze habe ich nämlich schon aufgenommen. Das habe ich hier eben alles auf das Plot gestellt, damit ich eben dann, wenn der Drop 5 Booster an ist, eben mit einer Effizienz 5 Glück 3 und Haltbarkeit Spitzhacke eben abbauen kann, damit ich eben das meiste Quarz rausbekomme. Und den ganzen Spaß habe ich dann natürlich auch noch umgecraftet. Das Ergebnis, was rausgekommen ist, was wir insgesamt an Quarz eben rausbekommen haben, in dieser einen Stunde eine komplette Doppelkiste. Und nochmal etwas mehr als eine halbe Doppelkiste. Laut aktuellen Griefer-Wert-Statistiken ist eine Doppelkiste 14.000 bis 17.000 Dollar wert. Ich sag mal so, im Forum werden die auch für 18.000 gehandelt und 20.000 gingen auch schon locker über die LAN-Theke. Dementsprechend hätten wir hier einmal 20.000 und dann nochmal circa, ja, 10. Das wären wir dann bei 30.000. Sagen wir mal 35.000 Dollar innerhalb einer Stunde nur durch Quarzfarm. Für die Leute, die sowieso farmen, ist das an sich eine lukrative Idee. Man kann ja auch sonst was nebenbei machen. Aber damit hätten wir die Frage auch mal geklärt. Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, wie ihr am besten Geld verdienen könnt, dann schaut gerne mal auf meinem Kanal vorbei oder gleich in der Endcard. Oder wie ihr auch Orbs farmen könnt, sehr viele, habe ich auch schon ein paar Methoden auf meinem Kanal gezeigt. Den Dienstag um 17 Uhr gibt es ja auch ein brandneues Video. Deshalb auf jeden Fall nicht vergessen zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr jedes Mal eine Benachrichtigung bekommt. Und joint auch gerne auf meinen Discord. Erster Link in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Gerne einen Daumen nach oben geben. Haut rein und ciao, Leute.